Im letzten Video ging es um die zwei der drei schmalen Gratwanderungen, die dein Business killen können oder dass du dein Business gar nicht erst aufbaust. Und damit, falls du dieses Video noch nicht gesehen hast, verlinke ich das oben und unten in der Beschreibung und dann guckst du dir als erstes an. Denn jetzt geht es um den Knaller, um die wichtigste schmale Gratwanderung im Online-Business. Die schmale Gratwanderung Nummer 3, damit dein Online-Business nicht gekillt wird. Jeder weiß inzwischen, dass um ein Produkt und eine Dienstleistung richtig verkaufen zu können, man Werbung machen muss. Man muss es bekannt machen. Man muss raus in die Akquise gehen. Man muss für Aufmerksamkeit sorgen, damit überhaupt die Welt, das Internet, erfährt, was du für ein geiles Produkt hast. Allerdings gibt es auch dort wieder eine mega krasse schmale Gratwanderung zwischen super aggressiver Werbung und dass die Leute gar nicht darauf aufmerksam werden, dass du überhaupt Werbung machst. Und das ist ein Thema Mindset für sich, ein schmaler Grat zwischen Glaubenssatzkonflikten. Das heißt, auf der einen Seite kann es sein, dass du dir denkst, okay, ich will keine Werbung machen, Werbung ist scheiße und Marketing will ich eigentlich gar nicht so machen, ich habe aber ein geiles Produkt und dann um den heißen Brei herumredest und dann schlafen die Leute ein oder sagen, was will der denn jetzt eigentlich von mir? Ich bin ja total verwirrt, ich klicke erstmal nirgendwo hin. Das heißt, du machst gar kein Marketing und wirst auch nichts verkaufen. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, ja, ich habe das geilste Produkt der Welt und das kann dein Leben retten und du wirst Superman werden, wirst danach durch die Welt fliegen und wirst der Macher sein schlechthin. Und dein Produkt ist aber völlig scheiße, ist völlig langweilig. Dann wirst du merken, dass deine Werbung dafür viel zu aggressiv ist. Dass du dann im ersten Moment viel Traffic generieren wirst, aber dann merken wirst, hey, die Leute sind völlig unzufrieden. Die haten dich dann auf einmal und du hast das Internet voller Hater. Und dann wirst du auch nicht lange überleben im Online-Business. Nämlich dann werden die, die am Anfang Interessenten waren, dein Online-Business direkt nachhaltig killen. Von daher, überleg dir genau, dass du auf der einen Seite Werbung machst, dass du Online-Marketing machst, dass du wirklich dein Produkt gut verkaufst, aber auch nicht so aggressiv wirst, dass du ins Lügen gehst. Und damit du genau diese schmale Gratwanderung auch bei dir gut durchsetzen kannst und genau merkst, was ist im Online-Marketing wichtig, wie kannst du dein Business aufbauen, habe ich ein Buch geschrieben, was bedingungslose finanzielle Freiheit heißt. Und da steht auch genau das drin, was draufsteht. Und wie im letzten Video schon gesagt, wir haben noch ein paar Exemplare, die ich gratis raushaue. Die 5000 sind fast voll. Und wenn du noch eines dieser Bücher haben willst, klicke unten in der Beschreibung oder oben rechts auf die Infokarte, hol dir das Buch und setz dein Online-Business für dich um. Und zwar mit diesen schmalen Gratwanderungen. Viel Erfolg in deinem Businessaufbau. Dein Win-Win-Marketer Lars Pilawski. Ciao.